Ja, hey du, es ist mal wieder soweit. Die Oase, meine Online-Community, öffnet bis zum 16. Juni ihre Türen für neue Teilnehmer. Und wenn du einsteigen möchtest, wenn du dich anmelden möchtest, wenn du mit dabei sein möchtest, wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Diese Oasenöffnung ist jetzt nochmal ein bisschen anders als sonst, weil ich gerade ein riesiges neues Körperheilungsset in die Oase sozusagen reingestellt habe, als neues Material zum Anhören, zum Nutzen, weil ich das Gefühl habe, jetzt im Moment gehen wir energetisch durch einen ganz, ganz tiefen Neubeginn. Und ich habe das Gefühl, dass unser Körper uns regelrecht fragt, wie komme ich vom Alten ins Neue? Wie kann ich die letzten alten Blockaden und Beschwerden und Bereiche, die einfach noch hart und verstockt und erstarrt sind, wie können die jetzt auch in Fluss kommen? Und mein Gefühl ist, dass wir gar nicht so sehr von außen machen müssen, so auf alte Weise mit dem Körper zu arbeiten, sondern dass wir eine neue Körperarbeit lernen dürfen, dass wir dem Körper Zeit und Raum geben, dass wir ihn in die richtige, dass wir uns selbst in die richtige innere Haltung bringen, sodass die natürlichen Prozesse, die natürlichen Rhythmen in unserem Körper wieder in Balance kommen, wieder in Fluss kommen. Und wer weiß, vielleicht interessierst du dich ja für das Körperset oder ganz allgemein für die Oase und du möchtest einfach mal ausprobieren und schauen, ob das was für dich ist. Und dann bist du auf jeden Fall jetzt im Moment ganz herzlich eingeladen. Allgemein ist es so, dass ich mich einfach vor 4 Jahren entschieden habe, eine Online-Community zu gründen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht nur einen Online-Shop haben, wo ich meine Inhalte, meine Sachen, die ich für euch vorbereite, einfach nur so zum Verkauf anbiete, sondern ich möchte auch gern euch begleiten oder betreuen oder da sein, um zusätzliche Fragen zu beantworten. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir wichtig ist, erwachende Menschen zu vernetzen, bewusste Menschen, die auf ihrem Weg sind, die in ihrer Heilung, in ihrer eigenen inneren Entwicklung sind. Ich habe nämlich das Gefühl im Moment, dass es auf Social Media manchmal richtig anstrengend. Ich persönlich habe mich auch in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen von Facebook und den anderen Plattformen, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist zu viel, das ist zu anstrengend. Und was ich in der Oase so schön finde, ist, dass wirklich man auf einer Wellenlänge sein kann mit anderen Menschen, die den ähnlichen Weg gehen. Wir sind natürlich eine ganz diverse Gruppe, wir sind nicht alle gleich, wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, wir sind unterschiedlich alt. Ja, es sind auch ein paar Männer dabei, leider noch nicht so viele, aber ich hoffe immer, dass es auch ein bisschen mehr Männer werden mit der Zeit. Und wir arbeiten gemeinsam daran, dass das Neue, die neue Schöpfung, die neue Dimension oder dass der neue Beginn hier auf der Erde, dass wir da so sanft wie möglich reinkommen. Natürlich für uns ganz persönlich, aber auch für alle anderen Menschen rund um uns herum. Und ich habe schon das Gefühl, wir sind eine Gruppe von Pionieren. Wir beschäftigen uns dieses Jahr auch ganz besonders intensiv mit der Traumaheilung. Das ist auch, wie ihr wahrscheinlich schon längst wisst, so ein Thema, was mir am Herzen liegt, wo ich das Gefühl habe, da ist noch viel zu wenig Wissen da, viel zu wenig Zugang zu diesem Thema, und wir sind dabei zu gucken, wie gehe ich auf gesunde Weise mit Wut um, wie komme ich in Schwung, wenn ich mich total erfroren und erstarrt fühle, vielleicht auch gerade durch die jetzige Situation im Außen, die ja nicht besonders einfach ist für viele, wie komme ich in Fluss, wie kann ich meins in die Welt bringen, meinen Weg finden. Und ich habe das Gefühl, die Oase ist einfach ein super Netzwerk. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen von Leuten. Innerhalb der ersten Woche, wo sie sich angemeldet haben,
auch wenn sie noch gar nicht viel von den Inhalten genutzt haben, allein dieses stärkende, heilsame Feld irgendwie zu haben, da kriege ich immer wieder die Rückmeldung, schon allein da habe ich mich selbstsicherer gefühlt oder war mehr mit mir verbunden. Und das ist natürlich auch was, was mir am Herzen liegt, dass die Oase ein Ort ist, natürlich, wo du von außen auch Sachen bekommst, die dich unterstützen. Aber der tiefere Sinn ist, dass du deine eigene Quelle, deine eigene Weisheit und deine eigene Verbindung zum Göttlichen stärkst. Dass du lernst, aus deiner Quelle zu schöpfen. Und dass sich in deinem Leben auch eine blühende, reiche, heilsame Oase bildet. Und ja, es ist schön, wir haben manche Leute hier, die auch selbst Coach sind oder Heiler oder Begleiter der Therapeuten. Wir haben Mamas da und Papas, die vielleicht auch mit ihren Kindern auf neue Weise umgehen wollen. Wir haben Leute da, die ihr Seelenbusiness starten und sich auf den Weg machen, Neues in die Welt zu bringen. Und manchmal tauschen wir uns aus über Webseitengestaltung, über sanftes Marketing, über alle möglichen Dinge. Und ja, ich habe tatsächlich gar nicht gedacht, dass die Oase so groß wird, wie sie jetzt ist. Und dass es so ein reichhaltiges Netzwerk ist, wo sich Menschen auch so liebevoll gegenseitig unterstützen und gegenseitig stärken. In der Zeit, wo man sich noch treffen durfte, oder vielleicht kann man es jetzt ja auch schon wieder, wer weiß, da haben sich auch immer viele Leute verabredet und einfach geguckt, wer ist alles in München, wer ist alles in Berlin, wer ist alles in Wien unterwegs, und dann haben sich so kleine Oasentreffen gebildet. Geht natürlich auch online, dass man schaut, wer hat Lust, sich mit mir auszutauschen. Manchmal ist es gut, nicht alleine so als Einzelkämpfer zu denken, ich bin allein, ich bin komisch, ich muss alles alleine schaffen und so in so eine Bitterkeit zu kommen. Manchmal ist es wirklich gut, man spürt, wow, wir sind gemeinsam unterwegs und an meiner Seite sind noch so viele andere Menschen. Wir gehen jeder auf seine Weise doch irgendwo in eine ähnliche Richtung. Wir können uns gegenseitig Mut machen, wir können uns gegenseitig Halt geben und einfach auch füreinander da sein. Und wenn du dich jetzt entweder vom Körperset angesprochen fühlst und du sagst, oh, mein Körper braucht eine Megaportion Heilung, ich will einfach diese Heilungserfahrung für mich nutzen, ich weiß gar nicht, ob die Oase mir jetzt so zusagt, ich möchte einfach an das Körperset ran, dann darfst du dich einfach anmelden, für am besten für das Monatsabo. Da bist du nur für einen Monat erstmal sozusagen drin in der Oase. Und wenn du dann merkst, oh ja, es gefällt mir, dann kannst du einfach da bleiben und dein Monatsabo verlängert sich dann automatisch immer wieder um einen Monat. Und wenn du innerhalb vom ersten Monat merkst, ach, naja, ich habe jetzt das Körperset mir runtergeladen, das ist jetzt schon ausreichend für mich, dann kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Also ist mir ganz wichtig, das mit euch zu teilen. Und ich habe einige E-Mails im Vorfeld von Leuten bekommen oder mein Team hat auch E-Mails bekommen, wo Leute schlechtes Gewissen hatten. Darf ich mich überhaupt anmelden, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt tatsächlich für ein Jahr oder 2 Jahre in der Oase sein will? Auf jeden Fall. Ja, wir haben die Oase wirklich so angelegt, dass sie für viele Menschen gedacht ist. Und da ist immer ein Kommen und Gehen da. Das ist völlig normal. Und du darfst einfach schauen, was für dich stimmig ist und dich ruhig auch trauen, reinzukommen, zu gucken, zu spüren. Und wenn es im Moment nicht deins ist, kannst du wieder gehen. Wenn du einmal in der Oase angemeldet warst, dann hast du allerdings die Möglichkeit, dich auch jederzeit wieder anzumelden. Das ist dann einfach der Vorteil. Gut, ja, vielleicht noch kurz zum Körperset. Das ist, wie gesagt, sehr umfangreich. Ich habe jetzt 12 Heilungserfahrungen für den Körper aufgenommen, jeweils so zwischen 40 und 50 Minuten. Also das geht dann schon richtig, richtig tief für die verschiedenen Bereiche des Körpers. Und während ich das aufgenommen habe, habe ich wirklich immer wieder gemerkt,
der Körper bestimmte Informationen mir gibt, wie bestimmte Sachen wieder in Fluss gebracht werden wollen oder gesehen werden wollen oder wahrgenommen werden wollen. Ich fand es total spannend. Ich habe das Gefühl gehabt, auch schon allein durch das Aufnehmen von der Heilungserfahrung bin ich viel tiefer in meinen Körper reingekommen. Nach jeder Heilungserfahrung habe ich dann gemerkt, wie ein Bereich des Körpers, der dann sozusagen im Zentrum der Aufmerksamkeit war, dass da viel mehr fließt und viel mehr sich verbunden hat. Und ich fand das einfach eine ganz klasse Unterstützung jetzt für mich persönlich. Und ich hoffe, dass es für euch auch so sein wird. Ein paar haben schon ein bisschen Probe gehört und ich habe tolle Rückmeldungen von euch bekommen. Und ja, und dann ist es ja so, dass für viele Menschen, wenn wir anfangen, mit dem Körper uns zu beschäftigen, dass nicht nur angenehme Gefühle aufkommen, weil unser Körper hat ja auch unser ganzes Trauma gespeichert. Und deshalb habe ich zusätzlich zu den Heilungserfahrungen noch einzelne Videocoachings aufgenommen, die dich dann, wenn etwas aufkommen sollte, abholen und dir helfen, da dann weiterzugehen. Also zum Beispiel, wenn Wut aufkommt oder Ekel oder Angst oder Spannung oder dir wird schwindlig oder es fühlt sich einfach komisch an oder du nimmst gar nichts wahr. Eine Stelle in deinem Körper ist wie taub und gefühllos. Und da kannst du dann die Video-Coachings nutzen, um dann speziell sozusagen mit den Herausforderungen klarzukommen. Und mein Gedanke war, wenn man das kombiniert, die Heilungserfahrung, die Video-Coachings, dann kann man sich eigentlich so eine tolle Körpersession und Heilungssession, so eine ganzheitliche Heilungssession zusammenstellen. Du kannst in die Heilungserfahrung reingehen, wenn irgendwas aufkommt, ein Coaching einschieben, dann wieder weitermachen mit der Heilungserfahrung und so wirklich weiterkommen. Und das es ist für mich auch nochmal was Neues, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte auch das ganze Wissen aus der Traumaheilung und wie man mit Herausforderungen umgeht, das möchte ich auch ins Körperset mit einflechten. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine Blueprint-Aktivierung, weil in jeder Heilungserfahrung beschäftigen wir uns am Schluss auch immer damit, dass es einen göttlichen Bauplan gibt für diesen Bereich des Körpers. Und in der Blueprint-Aktivierung, die könntest du zum Beispiel täglich anhören, da konzentrieren wir uns einfach nur einmal durch den ganzen Körper auf den göttlichen Blueprint und nehmen wahr, wow, der ist da und der darf leuchten und mein Körper darf sich daran zukünftig orientieren. Und ich finde das eine ganz runde Sache. Ich freue mich drauf, das mit euch zu teilen. Wie gesagt, wenn du dich angesprochen fühlst, entweder vom Körperset oder du wolltest allgemein schon länger mal in die Oase einsteigen, jetzt ist ein guter Moment. Wir öffnen die Oase zweimal im Jahr, im Sommer einmal und dann wieder im Winter, um Weihnachten irgendwann rum. Und wenn du das Gefühl hast, im Moment ist viel los und du könntest eine Portion Unterstützung und Rückenwind gebrauchen, dann bist du herzlich willkommen. Viele Teilnehmer, die in die Oase kommen, beteiligen sich auch nicht am Austausch, die sind nicht so interessiert, auch am Forum und an dem Ganzen. Und das ist total in Ordnung. Also jeder kann mitmachen oder nicht mitmachen, kann sich vorstellen und Kontakte knüpfen oder nicht, kann sich am Austausch beteiligen oder nicht. Das ist einfach optional. Und manche sind einfach da, um die wöchentlichen Live-Webcasts immer mitzumachen und die neuen Materialien, die ich regelmäßig einbringe, für sich zu nutzen. Es ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich. Ich ertappe mich öfter mal dabei, wenn ich einen Kurs gebe oder so, dass ich ständig denke, ja Mensch, das ist doch, wenn jemand eine spezielle Frage hat, ach, das habe ich doch alles in der Oase, also das ist so meine Wissensdatenbank. Und wenn du gerne die Podcasts hörst oder gerne einfach mehr Unterstützung haben möchtest für dein Erwachen, für dein Erblühen, für deinen Weg,
dann bist du eingeladen. Okay, jetzt habe ich aber genug geredet. Alles Liebe für dich. Die Anmelde-Buttons, wenn du jetzt das Video auf YouTube siehst, dann ist unter dem Video irgendwo ein Link, den du anklicken kannst. Und dann kommst du zur Oasen-Beschreibungs- und Anmeldeseite. Und wenn du schon auf dieser Seite bist, kannst du einfach runterscrollen und da findest du die Anmelde-Buttons. Alles Liebe für dich und bis ganz bald.